Mein Name ist Thomas Laxhuber. Ich bin Geschäftsführer der STELA Laxhuber GmbH hier in Massing. Wir sind spezialisiert auf die Herstellung von Trocknungsanlagen für Schüttgüter und liefern diese Maschinen weltweit. Eine Trocknungsanlage benötigen Sie, um feuchte Produkte wie zum Beispiel Getreide, Mais und dergleichen zu trocknen und damit zu veredeln. Wir fertigen größtenteils alle Komponenten der Maschinen selbst, eben auch zum Beispiel Ventilatoren. Die ersten Verarbeitungsschritte sind bereits sehr gut automatisiert, was die Rohblechbearbeitung betrifft. Die späteren Schritte, insbesondere das Schweißen, ist noch sehr viel in Handarbeit passiert bei uns. Dies sind wir angegangen mit der Investition in den KUKA-Roboter, dass eben hier auch Automatisierung Einzug hält. Die Qualität der Schweißnähte kann man natürlich mit einem normalen Handschweißverfahren nicht vergleichen. Alle Nähte sitzen genau da, wo sie sein müssen und müssen eigentlich auch nicht mehr kontrolliert werden, weil sie einfach hochpräzise verschweißt sind. Für KUKA bzw. die KUKA-Zelle haben wir uns entschieden, weil das Gesamtpaket für uns entscheidend war. KUKA hat uns in dem kompletten Prozess fachmännisch betreut, den Prozess abgerundet und uns hier an die Hand genommen, sodass wir uns als verlässlichen Partner gut aufgehoben gefühlt haben. Die KUKA-Zelle bietet nicht zuletzt den massivsten Vorteil der Zeiteinsparung und der Genauigkeit. Wenn man sich vorstellt, der Handbetrieb benötigt circa einen Tag für ein Lüfterrad und mit der KUKA-Zelle benötigen wir jetzt für die komplette Applikation 50 Minuten. Die Auftragslage, der wären wir mit dem Handschweißverfahren gar nicht mehr nachgekommen. Und mittlerweile können wir produzieren in Mengen, wo wir uns gar nicht erträumen haben können. Die Entscheidung für die KUKA-Zelle war nicht zuletzt deshalb, weil KUKA sich sehr intensiv mit unserem Problem auseinandergesetzt hat und bereits im Vorfeld sehr viele Versuche gemacht hat an unseren Bauteilen direkt, um eben genau für diese Applikation die geeignete Zelle zu finden. Es beginnt alles in der Konstruktion. Die Lüfterräder werden hier konstruiert und berechnet. Die Arbeitsvorbereitung programmiert die Einzelteile für den Laser. Der Laser schneidet die Einzelteile des Lüfters aus dem Blech. Die Einzelteile kommen dann zum Kanten. Nach dem hochpräzisen Heften von mir kommt das Lüfterrad dann in die KUKA-Zelle. Der Laser misst die Schweißpunkte aus, wo der Roboter starten soll. Nachdem das Lüfterrad verschweißt wurde, dreht sich die Zelle. Das Lüfterrad kann entnommen werden, wird einer Sichtprüfung unterzogen. Nach dem Lackieren kommt das Rad dann in die Auswuchtmaschine. Nach der Endmontage von dem kompletten Ventilator wird er einem Testlauf unterzogen und freigegeben. Ich weiß, dass ich annähernd so gut schweißen kann wie die Maschine. Es ist einfach ganz was Neues. Auch das Programmieren ist eine ganz andere Arbeit wie das Schweißen selber. Aber durch das, dass man das Verständnis für das Schweißen hat, kann man ja viel besser mit dem Roboter zusammenarbeiten. Also ich nenne es Zusammenarbeit. Industrial intelligence.